Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Kläppchen 21 wird heute geöffnet. Viel Spaß! Ja, wir sind schon beim Kläppchen 21. Die Zeit rennt davon. Nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Und an dieser Stelle nochmal ein schönes dickes Dankeschön an euch, dass ihr hier so zahlreich mitgemacht habt bisher. Ist halt für mich eine Bestätigung, dass sich da die ganze Arbeit lohnt. Auch vielen Dank an die Verlage für die Bereitstellung der Spiele. Das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich, aber hilft meinem Kanal. Und vielleicht wird der ein oder andere auch auf ein Spiel aufmerksam dadurch. An dieser Stelle alle, die bisher mir neu folgen. Vielen Dank auch das. Alle, die es bisher noch nicht tun, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, dann könnt ihr mich und meinen Kanal auch ein Stück weit unterstützen und verpasst auch zukünftig keine Sendung, wie die News, die am Freitag ja auch immer wieder kommen oder die Kolumne am Dienstag, die Monatsbox, wo wir über Brettspieleindrücke sprechen. Aber heute soll es um ein Spiel gehen aus Fernost. Beziehungsweise da ist das Szenario oder das Setting. Das Spiel selber kommt aus Polen. Ich habe auch hier die englischsprachige Fassung, die ich verlose, nämlich Terracotta Army, was bei Board and Dice herausgekommen ist, beziehungsweise auf Deutsch bei, ich glaube, Giant Rock, also aus dem Happy Shop-Universum dementsprechend, oder B-Rex, wie das oberste Level da so heißt. Ja, hier geht es um ein wirklich opulent ausgestattetes Spiel, wie gesagt in Englisch, das heißt englische Anleitung. Das Spiel selber ist sprachneutral, sollte also jetzt nicht so ein großes Problem darstellen. Ganz viele tolle Miniaturfiguren und es geht halt darum, eben halt hier diese Armee aus Terrakotta-Kriegern eben halt herzustellen und dabei möglichst große oder viele Anteile zu haben in dem Spiel. Gibt es eben, wie gesagt, ganz viele Miniaturen, wo wir dann modular unsere Farben darunter setzen. Dazu haben wir einen Mechanismus, einen Rondellmechanismus, wo eben halt verschiedene Scheiben in sich drehbar sind und dadurch eben halt Aktionen dann zum Einsatz kommen. Wie gesagt, ganz nett gemacht. Auch diese Zusatzbox, wo dann die ganzen Krieger etc. drin sind. Also wer da ein schönes Kennerspiel haben möchte, ist sicherlich hierbei nicht verkehrt. Ganze für 2 bis 4 Personen, Dauer 90 bis 120 Minuten, also knapp 2 Stunden. Und ist, wie gesagt, in diesem Jahr frisch erschienen. Was müsst ihr machen? Ja, ihr müsst eine Frage beantworten. Um dann das Spiel, und bitte auch nur die Frage heute in den Kommentaren, eben halt in der Auslosung am 26. Dezember dabei zu sein. Und es wäre toll, wenn ihr wie die anderen, das hat super geklappt an der Stelle nochmal vielen Dank, 4 Euro am Porto euch beteiligt. Der Rest geht dann auf meine Kappe. Ja, was müsst ihr machen? Eine Frage beantworten und es geht heute in eure Vergangenheit. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, was war euer erstes Kinderspiel, da könnte ich gar nicht selber für mich irgendwas beantworten, aber was war so euer bewusstes erstes Spiel, mit dem ihr in das Brettspiel-Hobby so eingestiegen seid? Also was hat euch am Brettspiel-Hobby festhalten lassen? Was war da so euer Door-Opener, um halt stärker in die Brettspielszene auch einzutauchen? Ich muss sagen, bei mir gab es so 2 Phasen. Es gab die große Siedler von Catan-Phase. Ich bin noch aus der Siedler von Catan-Phase unterwegs. Das haben wir eine ganze Zeit lang rauf und runter gespielt mit Seefahrer, mit Städte und Ritter etc. Dann war es bei mir ein bisschen ruhiger und so richtig wieder reingekommen bin ich tatsächlich über Shogun von Queen Games wieder. Nachdem ich ein paar Jahre dann nicht auf der Spiel war, haben wir das dort gespielt und das hat mich so gefesselt. Kingsburg war genauso ein Thema, was wir dort gespielt haben. Und da habe ich dann wieder Lust aufs Brettspielen gefunden, auch richtige Leute gehabt, die da Lust gehabt haben, eben mitzuwirken. Ja, also was war so euer Door-Opener? Das würde mich interessieren. Schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wie gesagt, alles, was heute drin steht, ist dabei. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid zu den News. Und am 24., den Samstag, gibt es dann ja, eigentlich das letzte Kläppchen, nicht ganz. Es wird noch ein bisschen mehr danach geben.
Aber das letzte Kläppchen hier auf dem YouTube-Kanal gibt es am 24. nochmal zu öffnen. Da habe ich nochmal zwei nette Sachen dabei. Also macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Tschüss und viel Glück.